Ja, Mahlzeit, Freunde des Lichts. So, es gibt was aus dem Hause Nextorch, was gerade in der Urbexer oder Lost Places Szene sich wachsender Beliebtheit erfreut. Und zwar ist das diese Taschenlampe, die ursprünglich so zum Fotografieren und Filmen entwickelt wurde, weil sie nämlich eine ganz besondere Linsentechnik hat und eine ganz besondere LED verbaut hat. Sie macht nämlich ein ganz warm weißes Licht, was immer hundertprozentig gleichmäßig verteilt ist. Das liegt an dieser Linse, die hier verbaut ist. Also was das im Einzelnen ist, könnt ihr unten im Video nachlesen. Ich wollte euch nur mal die Taschenlampe so ganz kurz vorstellen. So, das geht zum Beispiel einmal los mit dem Zoom hier. So, jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen Hintergrundgeräusch, aber hört mal. Absolut lautlos. Das heißt, ne, wenn ihr damit unterwegs seid und damit ein Video dreht und irgendwo drauf haltet und ihr müsst mal damit zoomen, hast du das Geräusch also nicht, ne, dieses Klick, Klick, Klick oder was da sonst immer stattfindet, ne, oder irgendwie einen Schalter klicken oder so. Ja, ist wasserdicht, stoßfest, das heißt, die kann auch ruhig mal runterfallen. Also, und wenn sie mal in der Pfütze landet, macht das auch nichts, gemäß EPX4. Und wird natürlich mit Akku ausgeliefert. Das heißt, sie kann also sofort, man kann sofort loslegen. Sie hat auch einen integrierten USB-Anschluss. Ja, hier einfach anschließen, das heißt so, ne, Schnicke die Schnack, rein damit. Das heißt, wenn ihr damit mal unterwegs seid, ne, jenseits der Zivilisation in irgendwelchen Bunkeranlagen und was, ne, und das dauert mal ein paar Tage, macht gar nichts, ne. Hier könnt ihr an jedem Handyladegerät oder im Auto zum Beispiel, also mit dem Fahrzeug, mit dem ihr unterwegs seid, könnt ihr das aufladen, ne. So wieder zumachen. So, und schon ist das Ganze auch wasserdicht, ne. Das heißt, so auf. So zu wasserdicht, ne? Ja, das war auch die Herausforderung mit der Linsentechnik. Das heißt, zoombare Taschenlampen zu bauen, die wasserdicht sind, ist gar nicht so einfach. Jetzt könnten einige meckern und sagen, ja, Moment mal, die hat ja laut Beschreibung nur 660 Lumen. Ja, aber wir sind Nextorch. Das heißt, wir messen die Lumen in der Lichtstrom. Das heißt nicht, wir sagen nicht, ja, da ist eine LED drin, die schafft 1000 Lumen. Das heißt, es wird im Lichtstrom gemessen, weil der Reflektor und die Linse schlucken ja auch immer noch einiges an Leistung. Und deswegen 660 echte Lumen, Ansilumen. Ja? Also das kann man so ein bisschen mit den Kameras vergleichen. Also wer Kameras rein nach der Pixelzahl kauft, ja, der macht auch was falsch. Gut, wie gesagt, über USB aufladbar, der Akku ist dabei. So, und wer will, kann sich noch dieses Holz da. Ah, sieht noch ein bisschen ramponiert aus. Wir probieren immer alles aus, bevor das an die Kunden geht. Das heißt, das ist so ein Testmuster, mit dem wir rumprobiert haben. Dieses Holz damit dazu bestellen. Dieses Polster ist aus nahezu unverwüstlichem Material gemacht, wird hier am Gürtel festgemacht oder zum Beispiel auch im Rucksack, ne, funktioniert auch und ist verstellbar. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich. Beachtet bitte mal hier nochmal diese Sicherung und die Stellschraube. Das heißt, mit dieser Stellschraube kann das in der Weite verstellt werden, also dann noch angepasst werden für andere Taschenlampen. So, jetzt haben wir es mal hier für die PA5 so rein. Ne? So, richtig rumnehmen, dann kann man auch das Logo lesen. So rein. So, und so ist sie gesichert. Das heißt, so kann sie auch nicht runterfallen oder einem weggenommen werden. Ne? Das heißt, wenn es mal hektisch wird und man muss mal über eine Mauer springen oder so etwas, die Taschenlampe verliert ihr dabei garantiert nicht. So, und jetzt warum verstellbar? Und zwar folgendermaßen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt die also so am Gürtel. So, jetzt schalten wir ein. Und dann können wir die nach vorne drehen. Das heißt, ihr habt nach vorne Licht. Ja, guck mal hier, wie schön warm weiß das Licht ist. Ne? Also, ne? Damit kann man wirklich Filme machen. Auf jeden Fall, also das ist, ne, im Gegensatz zu anderen Licht ist das natürlich absolut natürlich. So, und ihr könnt sie so nach vorne drehen. Das heißt, ihr habt die Taschenlampe schön nach vorne gestellt und beide Hände frei. Ja, das erspart dann vielleicht auch manchmal die oft lästige Stirnlampe oder kann als Ergänzung dazu getragen werden. Ne? Ja. Kann man auch so ein bisschen einstellen. Das heißt, wenn man den Boden vor sich ausleuchten möchte. Oder so, wenn man die Decke, ne? Wie ihr wollt. So, ne? Also normalerweise ist sie dann so am Gürtel dran. Das heißt, ist auch sehr platzsparend gemacht. Das heißt, wenn neben dem Funkgerät und was man sonst noch so mit sich führt, nimmt das hier nicht sehr viel Platz weg. Ist auch sehr leicht geworden. Ja. Und eine nahezu unverwüstliche, robuste Qualität. Ja, stoßfest ist, habt ihr gerade gesehen, ne? Ja, dann würde ich schon mal. Groß Urbexen und Lost Places. Ich weiß ja nicht genau, wie das bei euch da heißt, aber ja, wer vernünftige Filme machen will und schon viel Geld für ein Kamera-Equipment ausgegeben hat, ja, der sollte beim Licht erst recht nicht sparen, obwohl die
die PA5 ist günstig, wenn man mal vergleicht, was er alles kann und hat.